Hallo, ich bin der Kurt von Kleckmail und ich präsentiere euch Queen die Zweite. Ja. Die habe ich gehabt, aber die habe ich mir gekauft, da war ich 14. Die erste Queen-Platte, die hatte ich mit 13, das war die Greatest Hits. Und dann habe ich mir mal wahllos einfach nach Cover ausgesucht. Und weil ich das toll fand, habe ich mir dann damals die Queen 2 gekauft und habe die bis zum Erbrechen gehört. Und zwar, was ich auch toll fand, ist halt zu der Zeit, also es waren bei mir halt die 80er, aber zu der Zeit, die Platte ist glaube ich 76, muss ich mal gucken. 74 sogar. Das war eine der ersten Bands, die ihre Gitarren gedoppelt haben, 1:1. Nicht in Form von links die eine Gitarre und rechts eine Gitarre, die anders spielt, sondern 1:1 derselbe Sound gedoppelt. Und das fand ich sehr, sehr toll und sehr fett. Und die haben, da haben sie den dann später nervigen Queen-Chor entwickelt, der damals richtig geil und dezent war, und irgendwann wurde er halt ein bisschen viel. Aber zu der Platte kann ich halt nur super sagen, toll, super raff und saulange Songs teilweise. Vater to Son ist der zweite Song, der geht glaube ich 7 Minuten, dann haben wir noch The March of the Black Queen, der geht halt auch 8 Minuten, und da gibt es auch keine Hits außer Seven Seeds of Rye. Ansonsten kann ich zu der Platte einfach für Gitarrenfreaks kann ich sagen, müsst ihr euch die kaufen, die ist super. Ja, ich war 12, als ich meine erste Queen-Platte hatte, das war die Greatest Hits. Und die habe ich mir da insofern ausgesucht, dass ich damals mir selber sagte, weil alle irgendwo Fans waren von irgendwelchen Kapellen. Unter anderem zu der Zeit war AC/DC ganz groß, alle waren so AC/DC-Fans. Da habe ich mir damals gedacht, Mensch, Kurt, du musst dir doch mal eine Band aussuchen. Du musst doch mal ein Fan werden. Und damals war, bei uns gab es in der Nähe einen Globus, und dieser Globus hatte damals noch Kassetten und Platten und alles mögliche, und dann habe ich mir dann halt die Greatest Hits ausgesucht, die war auch billig, und das Cover fand ich so toll, weil die alle in Leder und Sonnenbrillen auf hatten, und dann dachte ich, die werden super hart. Und dann habe ich die Platte angehört und fand die, war dann sofort begeistert und habe die rauf und runter gehört, und dann habe ich mir dann die Queen 2 gekauft. Einer meiner Lieblingssongs auf dieser Platte ist White Queen, weil der ist halt auch sehr ausgiebig und sehr psychedelisch teilweise und fängt halt ruhig an und geht nachher. Dann haben sie ja da, wie ich schon eben sagte, ihren eigenen Chor entdeckt. Den haben sie aber gut eingesetzt. Und da gibt es halt so leisere Stellen und dann geht's halt wieder, wird wieder lauter und richtig breit von den Gitarren und dann mega Gitarrensolo. Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Stück. Und was eigentlich auch toll ist, ist Someday One Day, das ist von Brian May gesungen. Hat er wohl angefangen zu singen. Bei Queen muss man aber dazu sagen, ist mir mal aufgefallen, dass halt, also ab der Queen 2 sind nicht, kann, wie man sich da halt vorstellt, ist es, wenn du einen Frontmann hast wie Freddie Mercury und Leute, die keine Queen-Fans sind, denken dann halt, er singt immer alle Songs. Aber bei Queen ist es meistens so, dass er immer nur 5 bis 6 Songs auf der Platte singt, und die anderen Songs singen dann halt der Roger Taylor und der Brian May. Und hier haben sie gerade angefangen damit. Und dieser Someday One Day, oder Some, ja, wie der auch immer heißt, das war einer seiner ersten. Und der ist ein ganz, ganz, ganz ruhiger, schöner Song. Also zu Queen gibt es natürlich ja jetzt musikalisch nicht immer was Gutes zu berichten. Ich würde mal sagen, ab The Game, die war 1980, da fing es halt bergab zu gehen mit den Jungs. Da haben sie halt wirklich nur Scheiße produziert. Es gibt immer mal wieder gute Songs auf irgendwelchen Platten, aber das war es dann halt auch, dann wussten sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Also wenn man dann halt so vermutet, dass man, wenn man so groß ist wie die Jungs, dann irgendwann weiß man ja auch gar nicht mehr, was gut und was schlecht ist. Dann merkt man ja bei Bands wie Muse oder was auch immer, die heutzutage Platten rausbringen, die, also Muse hat mir ja noch nie so richtig gefallen, aber jetzt heutzutage finde ich ja noch schlimmer. Aber ich, meine Vermutung ist, wenn die sozusagen so weit weg vom Publikum sind oder vom Volk oder wie auch immer, haben die gar keinen Bezug mehr, was Realität, was gut ist oder was nicht gut ist, und dann irgendwann schnappen sie dann über und dann machen sie I want to break free oder so ein Scheiß, weißt du? Und was ich sagen wollte, also zu den Gitarren, ich war ja eben die Frage, eigentlich habe ich angefangen, wollte ich Gitarre spielen, weil wir sind damals in Urlaub gefahren
nach Spanien. Wir sind immer im Auto gefahren und auf dem Weg nach Spanien lief dann der Song, hat jetzt nichts mit Queen zu tun, aber von Santana, Samba Party. Und da hat mein Vater gesagt, Mensch, ne, der kann gut Gitarre spielen. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich will auch mal so Gitarre spielen. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, habe aber nicht mit Santana angefangen, mit Queen. Santana kam ja dann später bei mir. Was ich noch zu den Einzelnen, ich kann ja aber die einzelnen Bandmitglieder was zu erzählen. Also, wie heißt der nochmal? John Deacon ist der Bassist, also so ein stiller Mensch, den kennt keiner und hat sich auch nie außerhalb von Queen begeben und sonstige Sachen gemacht. Brian May ist natürlich ein Kultgitarrist, wie jeden, der Gitarre spielt, weiß, wer Brian May ist und hat seine eigene Gitarre gebaut mit seinem Vater und einen eigenen Sound kreiert. Roger Taylor ist halt der Schlagzeuger, der auch hin und wieder mal singt, hat auch eine verdammt peinliche Vergangenheit. In den 80ern hat er nochmal irgendeine gecastete Band geangelt, ist mit dieser gecastete Band auf Tour und hat We Will Rock You auf Disco gemacht oder was auch immer. Ganz peinlich, aber trotzdem auch ganz gut. Zu Freddie Mercury muss er sagen, der ist bekannt gewesen für seine Partys und Exzesse. Der hat ja dann Partys auf irgendwelchen Schiffen gemacht und hat sich da sozusagen wortwörtlich totgebumst. Ja? Und einer seiner besten Sätze in seinen Songs war I'm a sex machine ready to reload. Und damit schließen wir jetzt alles ab.